Polizist hat zu Boden geschaut, er konnte mir gar nicht in die Augen schauen und es war für ihn ganz schwer, mir zu sagen, dass meine Familie tot ist. Die Menschen denken, dass ihnen das nicht passieren könnte und können das gar nicht fassen, was man ihnen da zu sagen hat. Keine Schauspieler, sondern echte Schicksale aus dem wirklichen Leben stehen im Mittelpunkt der aktuellen Kampagne Runter vom Gas. Denn nun wurde erstmals ausgewertet, wie viele Personen davon direkt oder indirekt betroffen sind, wenn ein Mensch im Straßenverkehr ums Leben kommt. Also wir haben jetzt mal ermitteln lassen, dass pro Getöteten bei einem Verkehrsunfall um die 113 Personen betroffen sind. Das ist natürlich zum einen die Familie, aber das sind Freunde und Bekannte. Aber darüber hinaus, alleine durch die Notärzte, die Rettungseinsatzkräfte, sind es im Schnitt 113 Menschen, die tatsächlich pro Unfall betroffen sind. Im vergangenen Jahr gab es in München 19 Verkehrstote, in ganz Bayern waren es 616 und im gesamten Bundesgebiet 3214. Bedeutet, über 363.000 Menschen in Deutschland waren direkt oder indirekt von einem Toten im Straßenverkehr betroffen. Hauptunfallursachen, die Menschenleben kosten, gibt es drei. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist Unfallursache Nummer eins. Wenn es um die Getöteten im Straßenverkehr geht, da gehen 1.100 getötete Personen 2016 auf dieses Konto und 66.000 Verletzte. Und bei dem Thema Ablenkung, da haben wir ca. 350 Getötete. Die Allianzversicherung, die hat errechnet, dass wahrscheinlich jeder zehnte Unfall mit Todesfolge auf das Konto Ablenkung zurückzuführen ist. Und beim Abstand verzeichnen wir 170 Getötete im Jahr 2016. 700 Plakatflächen werden ab Mitte Mai entlang der Autobahnen mit den neuen Motiven beklebt. Die Trailer werden in den sozialen Netzwerken platziert. Zudem gibt es in allen Bundesländern gezielte Vorortkampagnen. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen würde nicht zu mehr Sicherheit führen, so Dorothee Bär und beruft sich dabei auf zahlreiche Studien. Eine drastische Erhöhung des Bußgeldkataloges an das Niveau der europäischen Nachbarländer scheint momentan auch noch keine Option zu sein. Also wir haben die Strafen erhöht. Wir haben jetzt auch neben der Handynutzung die Nutzung auch aller anderen Gerätschaften mit aufgenommen. Das heißt also nicht nur Handy, sondern auch Tablet. Es gab auch schon Leute, die erwischt wurden mit so einer VR-Brille, also Virtual Reality, kann man sich gar nicht vorstellen, was alles dann auch genutzt wird, weil es auch bislang nicht verboten war. Das wurde schon massiv erhöht. Wir sind jetzt dabei, nochmal auch gegen sogenannte Raser vorzugehen, die sich als Sport gemacht haben, auch Wettrennen zu fahren, beispielsweise im innerstädtischen Verkehr. Also wir sind da schon nach oben gegangen. Noch liegt der Schwerpunkt also auf der Prävention, vor allem beim Thema Ablenkung, um die Zahl der Verkehrstoten deutlich zu reduzieren.